Jetzt sind alle in Position. Und boxen auf zum Almased Cup der Hamburg Trophy an der 2000 Meter Marke. Sie schicken das Feld mit einem Applaus auf die Reise. Biamuda Reef gleich ganz an der Außenseite auf dem etwas besseren Boden, aber in den Nausicaa Time in der Pilotenfunktion und an ihre Fersen, der heftet sich gleich Vanishing Cupid. Biamuda Reef jetzt natürlich wieder etwas nach innen tendiert, jetzt in zweiter Position. Dahinter sieht man dann an der Außenseite See the Rock, Vanishing Cupid jetzt vierte. Dahinter dann Pity Chevalier von Neatico, dann sieht man Majestic Jasmine und am Ende des Feldes, da galoppiert Kingsier Monarch. So biegt das Feld in die Gegenseite ein. Nausicaa Time mit gut einer Länge vorne weg, dahinter in zweiter Position See the Rock, dann Bermuda Reef in dritter Position vor Vanishing Cupid. Dahinter sieht man dann an der Außenseite auch Neatico, dann an der Innenseite Majestic Jasmine und am Ende des Feldes bleibt weiterhin Kingsier Monarch, der 15. Monarch. Es geht gleich auf das Ende der Gegenseite zu und unverändert ist Nausicaa Time vorne. Nausicaa Time führt das Feld an, dahinter dann See the Rock, innen Bermuda Reef, Vanishing Cupid rückt auf, dann Petit Chevalier, an der Innenseite Majestic Jasmine vor dem Ittlinger Neatico und am Ende des Feldes unverändert Kingsier Monarch. So kommt das Feld aus dem Scheitelpunkt des Hornerbogens heraus. Nausicaa Time weiter mit dem Kommando. Bermuda Reef dahinter dann in zweiter Position. Vanishing Cupid ist drittes Pferd. Majestic Jasmine jetzt rückt in die vierte Position außen. Petit Chevalier, See the Rock und an der Innenseite Kingsier Monarch. Die Pferde sind im Anlauf und Nausicaa Time ist vorne. Bermuda Reef schaltet zum Angriff und dann kommt Vanishing Cupid angeflogen. Vanishing Cupid macht einen starken Eindruck mit Bermuda Reef. Bermuda Reef und Vanishing Cupid an der Innenseite wehrt sich Nausicaa Time. Bermuda Reef ist vorne noch 200 Meter. Vanishing Cupid versucht es. Bermuda Reef ist vorne vor Vanishing Cupid. Bermuda Reef und Vanishing Cupid. Bermuda Reef vor Vanishing Cupid. Dahinter der Nausicaa Time auf dem dritten Platz. Viertes Pferd, entweder Neatico oder innen daneben Majestic Jasmine. Und dahinter dann deutlicher zurück schon Kingsier Monarch mit Petit Chevalier und See the Rock. Vorläufiger Richterspruch zum Almased Cup. Sieger ist die 4, Bermuda Reef. Auf dem zweiten Platz die 8, Vanishing Cupid. Drittes Pferd die 10, Nausicaa Time. Und auf dem vierten Platz haben wir Zielfotovergrößerung zwischen der 1, Neatico und der 9, Majestic Jasmine. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, Almased Cup. 4, Bermuda Reef, 8, Vanishing Cupid, 10, Nausicaa Time und Zielfotovergrößerung zwischen 1, Neatico und 9, Majestic Jasmine. Das Zielfoto wurde inzwischen ausgewertet und auf dem vierten Platz ist die 1 Neatico mit einer Nase vor der 9 Majestic Jasmine.